Der abstiegsgefährdete VfB Stuttgart hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr verloren. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinziel unterlag im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen La Manga dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht 2:3. Gegen die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Dick Advocaat trafen Gonzalo Castro per Foul Elfmeter, 48. Und Erik Thomas, 54. Mit 3 Treffern war Nick Wennemar, 52. 59. 84. der überragende Mann bei den Niederländern. Die Winterfahrpläne der Bundesliga-Clubs: torloses Remis für Hannover. Nicht viel besser lief es für Hannover 96 im ersten Testspiel während des Trainingslagers im spanischen Marbella gegen NEC Nijmegen. Mit seinen beiden Neuzugängen Kevin Akpoguma und Nikolai Müller kam das Bundesliga-Kellerkind gegen den niederländischen Zweitligisten nicht über ein torloses Remis hinaus. Wolfsburg überzeugt gut. Im Schuss ist dagegen der VfL Wolfsburg, der das erste Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im portugiesischen Almansil mit 3:0 gegen Vitesse Arnhem gewann. Die Treffer gegen den niederländischen Erstligisten erzielten Daniel Hodurki per Eigentor, 7. Daniel Ginzczek, 17. und Admir Mehmedi, 80. Anzeige: Jetzt die neuen Trikots der Bundesligisten bestellen. Hier geht's zum Shop. Werder Testspiel abgebrochen. Wegen starker Regenfälle ist das erste Testspiel von Werder Bremen im Rahmen des Trainingslagers in Südafrika nach 50 Minuten abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für den Bundesligisten gegen den südafrikanischen Erstligisten Kaizer Chiefs ging im WM-Stadion von Johannesburg nichts mehr. Johannes Ergestein erzielte für Werder den Treffer gegen die Mannschaft des deutschen Trainers Ernst Middendorf.